Moin Leute und herzlich willkommen bei den Teenagers vom Mars. Ich bin der Philipp und wie ihr sehen könnt, gibt es heute mal wieder endlich ein Video über den Flugsimulator 2020. Ich habe wieder eine geile neue Gratis-Mod für euch. Wisst ihr noch, als ich die FA-18 ausprobiert habe, da kam mir so die Idee, wie geil wäre es bitte, auf einem Flugzeugträger zu landen. Ich habe heute ein bisschen recherchiert und für euch ein paar Sachen rausgesucht. Es gibt die Mod kostenpflichtig und dann habe ich was gefunden, was nichts kostet, was man einfach wieder reinladen kann in den Community-Ordner. Und das zeige ich euch heute. Also viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Und über ein Abo würden wir uns natürlich freuen. Ach ja, Grüße an den Simon. Ab geht's. So, wenn ihr die Flugzeugträger in den Ordner gepackt habt, da sind mehrere dabei, müsst ihr aufpassen. Es gibt verschiedene Locations. Ich habe einfach alle reingeballert. Auf der Website gibt es dann die Koordinaten, wo ihr die Flugzeugträger findet. Da kann man sich die einfach kopieren. Ich habe hier schon einen drin. Ich nehme jetzt aber mal einen anderen. Einfach rein damit. Und dann seht ihr schon, benutzerdefinierter Ort. Und da kann man runterscrollen. Und da ist so ein kleiner Flughafen. Start- und Landebahn. Und das ist der Flugzeugträger. Wenn ihr das Ding nicht hier angezeigt bekommen habt, dann hat es nicht funktioniert. Das war bei mir auch so. Ich musste irgendwie einmal das Spiel neu starten. Dann hat es funktioniert. Ich würde sagen, als Flugzeug starten wir mit der Piper Cup. Die kann überall starten und landen. Machen wir es uns nicht so schwer, aber natürlich fliegen wir gleich noch mit der FA-18. Keine Frage. So, dann mal Start- und Landebahn aussuchen. Wir starten mal von hier, Abflug festlegen. Los geht's. So, da sind wir. Das sind wir. Carrier London. Oh, mit so einer Rampe auch noch. Geil, es sieht mega geil aus, oder? Also, das ist einfach umsonst. Wie sich Leute da hinsetzen und einfach sowas basteln, da brauchst du bestimmt Tage für. Ich bin bereit zum Fliegen, aber ich bin Noob und ich fliege bitte von außen. Ich glaube, wir brauchen Vollgas erstmal. Oh. Ich glaube, die Rampe sollte zum Starten da sein und nicht zum Landen. Egal. Für die Piper Cup brauchen wir nichts. Da können wir auch von einem Centstück starten. So, dann gucken wir uns das Biest mal von oben an. Also starten war schon mal einfach. Ich denke mal mit so einer er plappert dazwischen. Halt die Backen. Ich denke mal mit einem richtigen Flugzeug. Mit der FA-18. Brauchen wir ein bisschen mehr Speed. Oh, das ist... Hä, das ist ja gar nicht mit der... Ah, da hinten ist er mit der Rampe. Ah, ein bisschen näher ranfliegen hier. Ey, Wahnsinnsmodell, oder? Also, allein grafisch, mega geil. Mega geil. Apropos mega geil, was findet ihr von dem neuen Setup? Schreibt es gerne in die Kommentare. Mal ein anderer Winkel von der Seite, von meiner Schokoladenseite. Ich steuere jetzt mal den anderen Flugzeugträger hier an. Mal gucken, wie der so aussieht. Ich weiß es gar nicht. Die ganzen Schiffe, stehen die hier in dem Hafen? Kann es einer in die Kommentare schreiben? Kennt sich einer hier aus? Wir sind in der Nähe von London, wenn ich mich nicht ganz irre. Oh, der sieht auch spannend aus, ey. Ach, okay, der hat nur eine Startrichtung. Oh, das Schattenheli. Der hat nur eine Startrichtung, die Rampe. Konnte man ja gerade auf der Weltkarte auch sehen. Das waren noch mehrere Punkte, also Flugzeugträger. Und zwei Stück jeweils nur mit einem Punkt, also nur zum Starten. Geil. Ich glaube, abschießen lassen kann man sich nicht, aber in der Mod, die Geld kostet, da habe ich gelesen, gibt es diese Fangseile und die Abschuss, wie nennt man es? Kanonenvorrichtung. Also früher gab es ja auf den Flugzeugträgern oder heute wahrscheinlich auch noch, dass das Flugzeug richtig nach vorne geballert wird, weil es sonst einfach nicht starten kann. Danke. Wieder wortgewandt, wie sonst einer. Ich würde sagen, wir landen auf dem, wo wir gestartet sind, oder? Ja, seht ihr, Carrier London. Ich bin nicht ganz dumm. Da hinten ist auch noch einer. Drei Stück standen hier. So, der hat auch so eine Abschussrampe. Auch geil. Ach ja, die Helis. Die Helis wollten wir uns mal angucken. Also ich zumindest, ich weiß nicht. Doppelrotoren? Oho. Sie sehen so zwei Rotoren übereinander? Geil. So, Flappy Flaps ran. Ja, ihr wisst, ich bin einfach kein Flugsimulator. Also... Ich habe Videos gesehen von Leuten, die übertreiben es. Die übertreiben es nicht, das ist ein schönes Hobby, aber ne, die sitzen da zu Hause und haben einfach ein Cockpit da stehen. Finde ich geil, aber habe ich keine Zeit für. Ich bin so der Hobbypilot,
Manche Sachen überraschen mich noch, wenn ich irgendwelche Schalter drücke. Ich hoffe, es ist nicht schlimm. Ich hab Spaß an dem Ding. Ich hab Spaß. Besonders an so Mods habe ich mega Spaß. Deswegen unbedingt ein Abo dalassen. Ich recherchiere weiter für euch. Für mich. Hauptsächlich für mich. Ihr habt den Benefit, dass ihr zusehen dürft. Oh, jetzt aber hier eine schöne Landung. Auch so viele Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, wie man am besten landet. Aber ich, Vollidiot, habe das schon wieder alles vergessen. Ich bring das Ding einfach runter. Ach, göttlich. Göttlich. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Bremse habe. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Bremse habe. Da nicht. Oh, da. Nutzen wir die Gelegenheit und suchen uns einen anderen Flugzeugträger aus, an einem anderen Ort. So, ich dachte schon, hä? Wo ist denn der Flugzeugträger? Habt doch Abflug gesagt. Hab ich starten gesagt? Also, wir haben eine zweite Chance. Im Nordatlantik. Auf einem Flugzeugträger vom Modell her derselbe. Ja, da ist einfach nichts drumherum, nur mehr. Ist ungemütlich. Aber perfekt zum Sonnenuntergang landen wir rein in die Kiste. Also neuer Versuch, auf dem Flugzeugträger 1A zu landen. Da ist meine Kamera. Ungewöhnlich. Und dann gehen wir rüber in die FA-18. Oh, dieser Sonnenuntergang oder Aufgang. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Also im Spiel, im richtigen Leben weiß ich schon, wie spät wir haben. Was ich doof finde an den Knüppeln ist, wenn du das Spiel startest, dann haben die eine Stellung, obwohl die Stellung, also das, der Motor ist schon an, Drehzahl ist da und alles, obwohl das Ding vielleicht aus ist oder auf volle Pulle ist oder so. Du musst sie erst einmal bewegen, um dann checkt er es, in welche Stellung du bist. Kann man mit leben, aber hätte ich gedacht, irgendwie es wäre geiler. Ich bin ja noch gar nicht auf dem Boden. Moin, moin. Oh, da war wieder die Bremse. Jawohl, gelandet. Also es sieht schon sehr geil aus, der Flugzeugträger. Großen Respekt an die Person, die das mal eben so umsonst ins Netz gestellt hat. Und wie viel Arbeit dahinter steckt, mag ich mir gar nicht vorstellen. Ich find's geil und ich find's geil, dass wir alle was davon haben. Informationen natürlich unten in der Videobeschreibung. Einmal von der kostenpflichtigen Mod und einmal von der kostenlosen Mod natürlich. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt mit der FA-18. Natürlich die FA-18 in der Navy-Lackierung. Und dann gucken wir mal. Ja, okay, war klar. Wir haben das typische Problem, dass sie nicht auf ihren Rädern landet. Also müssen wir wieder den Trick anwenden. Also ein neuer Versuch mit Landegestell draußen. Jetzt steht es noch da. Wenn ihr bereit klickt, müsst ihr gleichzeitig einmal das Landegestell rausfahren. Und los. Boom! Jetzt würde ich gerne einmal die Parkbremse reinmachen. Und am liebsten ein Stück rückwärts fahren. So, dann mal Vollschub nach vorne. Flaps rein. Oh ja, okay. Die Bremsen sind anscheinend nicht stark genug. Mal gucken. Ah, klappt nicht. Sie sind ins Wasser gestürzt? Mein Freund. Nein, bin ich nicht. Ein Versuch noch. So, neuer Versuch. Bremse rein. Engine aus. Alter, wir gehen die Nummer an. Hallo? Ich hör's auch klackern. Ah, die alte Dreckskarre will nicht anspringen. Kann mir einer Starthilfe geben? Einmal kurz, Jungs. Können wir Motorhaube aufmachen? Einmal anschieben vielleicht? Oh, ah! Ah, nee, so nicht. Ja, schaffen wir nie wieder. Schaffen wir nicht mehr. Juppie! Auf jeden Fall waren wir nicht direkt hinter der Kante im Wasser. Letzter Versuch. Ja, komm. Ja, das sieht... Nee. Keine Chance, ist einfach viel zu kurz. Aber was wir nochmal versuchen können, ist auf dem Ding zu landen. Also... einmal als Ankunft festlegen. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir sind in der Luft
und steuern geradewegs auf unseren Flugzeugträger zu. Da unten steht er schon. Jetzt ist doch die große Frage, wie fliegt man denn am besten an? Wie landet man auf so einem Ding? Auf jeden Fall wunderschön hier. Empire State Building auf der rechten. Ach, da steht ja auch noch ein Flugzeugträger. Moin. Ey, das ist der mit der Rampe. Haben wir da eine größere Chance? Aber ich glaube nicht. Der Speed ist so gering. Ja, leck mich am Arsch. Das wird so schwer. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Einfach Airspeed 400, 500 Knoten. Mach schon mal Fahrgestell raus. Was mache ich hier? Guck mal, den haben wir auch noch hier. So eine Vollbremse. Boah. Wahrscheinlich brauchen wir den noch. Aber so viele Hände habe ich nicht. Ich kann nicht alles drücken. Großen Respekt an alle Piloten. Ich möchte gerne langsamer werden. Ja, gut. Wieso geht denn jetzt schon das Triebwerk aus? Fuck it. Ich mach die Bremse rein. Ach, niemals. 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 Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr das geschafft habt. Wenn ihr eine Idee habt, wieso immer das Triebwerk ausgeht. Ich bin jetzt hier gerade in Segelflugzeug. Keine Idee, wie man mit dem Ding auf diesem kleinen Fleck irgendwie landen könnte. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall mega Spaß. Ein kleiner Einblick auf die freie Mod. Wie gesagt, alle Informationen unten in der Videobeschreibung. Dafür, dass es umsonst ist, kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Genauso wie die FA-18, die finde ich mega gut designt und von innen auch top. Hat das ein oder andere Problem, das mit dem Fahrwerk beim Starten, aber dafür gibt es ja Tricks. Wie gesagt, wenn du was gratis willst, musst du Kompromisse machen. Ich finde das mit den Flugzeugträgern richtig geil. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und über ein kostenloses Abo, kostenlos für euch, würde ich mich sehr, sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst. Ciao, ciao.